Wir sind jetzt auf dem Weg zum Waschsalon, weil wir haben jetzt wirklich definitiv genug Wäsche gesammelt, die ganze Zeit, wo wir schon unterwegs sind, und die muss jetzt wirklich mal gewaschen werden. Genau, also es sollte nicht so bald sein, ja, hier die Straße runter, guckt uns einfach mal an. Und zwar um die Uhrzeit. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind hier. Es war wirklich nicht so weit. Und jetzt gehen wir mal rein und gucken mal. Ja, mit dem Fahrrad. Wir waren das jetzt noch 1,5 Minuten. Keine Ahnung, wenn es 2 gewesen sind. Schlungi, nimmst du mal die Sachen mit? Also so Wäschereien, die gibt es wirklich in Italien total viele. Sehr cool. Finde ich gut. Ja, da vorne die Öffnungszeit, ne? Ja. Was schon hier von... Halb acht. Bis um 11:30. Nein, bis um 11 abends. 22:30 ist 22:30. Nein, um 23 Uhr steht da unten, ist zu. Einen Tag. Ah. Ist ja auch egal. So, dann fangen wir mal an. Auf geht's. Es war eine super ruhige Nacht und ich wollte jetzt mal hier ein bisschen an den Strand gehen, gucken, was da auch noch so ist, wie es da so ist. Es hat jetzt hier wahnsinnig geräumt auf dem Platz. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt so hinter mir sieht, aber ich denke schon, also es ist wirklich ziemlich leer geworden. So. Und ich laufe jetzt mal und schaue, was ich für euch so entdecken kann. Das ist jetzt hier wirklich unter der Woche auch ein bisschen gespenstisch irgendwie, weil das ist wohl auch mehr so, ja, wirklich für den Sommer alles gedacht. Diese Wohnungen sind im Sommer wahrscheinlich alle vermietet bis dort hinaus. Aber im Moment ist hier echt alles oder fast alles, bis auf so 1-2 Dinger, wo wahrscheinlich Rentner drin wohnen, zu. Ist manchmal schon ein bisschen gespenstisch, wenn ich überlege, was hier gestern los war. Hier ist es zum Beispiel so, hier könnt ihr für euch, eure Family, Freunde, wie so einen eingezäunten Bereich auch mieten täglich und könnt da eure Liegen aufstellen und eure Zeit verbringen. Klar müsst ihr das bezahlen, aber naja, so schlecht ist es auch nicht. Ich weiß zwar nicht, ob das Eingezäunte so toll ist, aber wenn man so ein bisschen mehr Privatsphäre will, ist das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Mal schauen, mein Schnucki ist bestimmt schon fertig mit dem Schneiden vom nächsten Video. Und dann habe ich gelesen, dass es in Ravenna heute Montagnachmittag einen ganz tollen Bauernmarkt geben soll. Und das ist ja was für mich oder für uns, wenn man da so schön die regionalen Produkte kaufen kann, finden wir ja ganz toll. Und da werden wir uns dann mal hin auf den Weg machen. Da soll es auch einen ganz tollen Stellplatz übrigens geben. Und das wird unser Ziel für heute. So, Schnucki, bist du fertig mit dem Schneiden? Ja, also so grob ja. Ich muss es dann nur noch hochladen. Aber das reicht jetzt erstmal für jetzt. Ich würde sagen, wir fahren mal weiter, oder? Ja, habt schon gesagt, wo es hingeht. Sehr gut. Also, bis später. It's the fire in the rain. It's the smile within the pain. It's the logic but insane. You cannot know from where it came. It's the way you cross the floor before you head on out. So, wir sind jetzt hier auf dem Stellplatz in Ravenna angekommen. Da hinten, wo der Bus steht, linke Seite davon, da ist die Fähr- und Entsorgung, alles kostenlos, super.
Hier sind auch schon einige Wohnmobile und hier sieht man auch schon an der Seite verhältnismäßig viele Deutsche. Normalerweise haben wir jetzt ganz, ganz viele Italiener nur gesehen, aber hier auf dem Stellplatz sind viele Deutsche. Hier neben hat man nochmal wie so einen kleinen Park. Und ja, wir essen jetzt zu Mittag und danach schauen wir uns mal ein bisschen das Städtchen an und gucken wir mal, ob wir den Markt finden. Can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9-to-5 in the city life. Hey darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. With the wind blowing in your hair. We can look back someday. Baby, don't you understand that we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Oh, hey, darling, I love it when it's me and you on the road with a couple of tunes in a car for two. Hey, darling, know we're gonna have a really good time. Driving in the middle of the night when the stars are bright. Pack our bags and get in that car. Ja, wir sind jetzt hier in der Altstadt von Ravenna und ihr habt ja schon gesehen, also hier gibt es so viele tolle alte Gebäude und Ravenna ist bekannt für seine Mosaike. Also hier auf dem Rückweg sind dann auch nochmal viele verschiedene kleine Geschäfte, wo man so Souvenirs kaufen kann. Und unter anderem ist auch hier nochmal ein Mausoleum und ja, so eine Kirche. Könnt ihr euch Biljettos Eintrittsgarten kaufen, mein Schnucki hat es ja schon mal gefilmt. Da kann man auch so Führungen machen mit irgendwelchen Ohrstöpseln drin. Aber das ist nicht so ganz unseres und von daher gucken wir uns jetzt noch ein bisschen weiter die Stadt an. Tatsächlich so, wie man sich so einen kleinen Bauernmarkt vorstellt. Zum Teil sind sie noch im Aufbauen, die Bauern, aber es ist alles so aus der Region. Also egal, ob Wein oder Eier oder Gemüse, Obst, alles. Das ist wirklich schön.
Schnucki, was sagst du? Ist schon interessant bei uns, oder? Ja, irgendwie verfolgen uns die dunklen Wolken. Ja, also wir haben bisher jetzt fast immer Glück gehabt. Also wir hatten jetzt in Ravenna auch ein ganz tolles Wetter gestern. Aber der 10-Grad-Sturz von gestern auf heute war schon wieder ganz schön heftig heute Nacht. Der, ne, war übel. Scheiße, jetzt bin ich falsch gefahren. Ja, das war total doof. Jetzt haben wir wieder, ja, 15 Grad Regen und es soll auch den ganzen Tag regnen. Also von daher haben wir gesagt, komm, wir fahren weiter und gucken wir mal, wo wir stranden, oder? Ja. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, mana, what I become. I've been running east, looking for some. Wir sind in Rimini angekommen auf dem Stellplatz. Kann ich euch an der Stelle hier nochmal verlinken. Zeige ich euch dann auch nochmal von draußen. Ja, jetzt könnt ihr euch fast vorstellen, was wir machen. Ach, Schnucki ist wieder am Essen machen. Ja, ein bisschen Salat mal. Das Wetter ist ja hier nicht ganz so toll. Und ich muss auch sagen, der Stellplatz ist okay, wenn du so einen Städtetrip machen möchtest. Ja. Wir haben jetzt auch gesagt, für uns ist auch heute in Ordnung. Wir gucken uns mal die Stadt an. Wir haben halt viel zu tun zum Schneiden und überhaupt. Da ist es in Ordnung. Ansonsten war der von gestern und generell ein bisschen außerhalb sind die schon schöner. Aber wir machen das Beste draus. Es regnet eh nur heute. Also es ist überhaupt nicht mal schön vorhergesagt. Und wir haben auch, glaube ich, nur 14 Grad draußen oder so, oder 15. Von daher. So, Schnucki, was machen wir hier? Yeah, es hat aufgehört zu regnen. Wir suchen jetzt mal die Innenstadt von Rimini und was es hier so zu sehen gibt. Den Parkplatz kann ich euch an der Stelle noch mal einblenden. Also wir stehen jetzt da hinten. Das ist hier, was haben wir bezahlt die Nacht? 15 Euro. Ja, ist jetzt, wie gesagt, jetzt nicht so ein mordsschönes Teil. Nee, da geht es eher darum, dass der halt wohl sehr nah an der Stadt ist. Und ja, so wie es halt in Städten einfach ist, da zahlt man eben mal mehr. Genau, aber der Stellplatz ist auf jeden Fall in deutscher Hand. Also das haben wir festgestellt. Das sind, ich glaube, ein Italiener, der Rest sind alles Deutsche. Ja, und es gibt einem ein gutes Gefühl, der ist auch überwacht und da ist die ganze Zeit jemand. Also das ist schon sehr angenehm. Ja, der passt wirklich gut auf, weil bei mir, als wir da hingefahren sind, da hat keiner, ja, da habe ich nicht gesehen, wo wir bezahlen mussten. Da bin ich einfach auf so einen Stellplatz gefahren und habe gedacht, naja, stellen wir uns mal da hin. Da kam er aber raus und wurde aber fuchtig. Und danach war dann wieder alles gut. Aber das zeigt uns natürlich auch, dass hier auf jeden Fall auch aufgepasst wird. Ja, und man muss ja auch sagen, man weiß ja nicht, mit was der sonst so zu tun hat manchmal, wenn die Leute kommen. Ist wie so ein Amphitheater war das früher mal. Okay, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Ja. Das ist auch schon eine Weile her, glaube ich. Der Pinienzapfenbrunnen wurde 1543 erbaut und galt ganz, ganz lange als die einzigste Trinkwasserquelle der Stadt Rimini, und zwar bis 1912. Das wollte ich euch an der Stelle nochmal erzählt haben. I'm running up stones on the edge of the bank. Rally the troops for another refrain. I sing this softly to myself. I sing this softly to myself. Keine Ahnung, was das alles so heißt, aber die wohnen da anscheinend in der Mauer.
Schnucki, ich habe noch niemals so viel Regen in Italien erlebt und ich war schon so oft in Italien. Ich kann es nicht mehr hören. Aber es ist doch krass, oder? Ich meine, langsam haben wir uns ja dran gewöhnt, aber das habe ich echt noch nie erlebt. Dran gewöhnt haben wir uns nicht, sonst würden wir nicht so oft drüber meckern. Schnucki, sollen wir gucken, ob wir ein paar Scheibenwischer für die Brille bekommen? Ich werde verrückt noch hier. Das ist, ich stelle mir Rimini so schön vor. Rimini ist schön, wirklich schön. Also ich meine, jetzt stell dir mal vor mit dem Wetter noch, wenn der blaue Himmel wäre, wir hätten 25 Grad. Aber oh, naja, komm, lassen wir das Thema. Irgendwann kommen wir dahin, wo es so sein wird. Gestern hatten wir Glück in Ravenna. Ja. Irgendwann wird es auch wieder besser werden, aber wie gesagt, die Stadt an sich gefällt mir sehr gut. Also es sind auch wieder viele alte, ja, wir sind Bauwerke zu entdecken. Das ist unfassbar. Alleine. Ja, das war jetzt hier die Ponte Tiberio. Genau, das ist eine sehr, sehr alte Brücke. Was sagst du? Ich habe gesagt, das sind interessante Mieträder. Die kann man auf jeden Fall im Straßenverkehr nicht übersehen. Nee, da hast du es auf jeden Fall gesehen. Da brauchst du auch abends bestimmt kein Licht. Das ist natürlich auch ein Argument. So, wir waren jetzt zwischenzeitlich noch mal am Wohnmobil, im Wohnmobil, haben noch mal einen schönen warmen Tee getrunken. Und weil es war wirklich, der Regen wurde immer mehr. Und wir haben uns jetzt erstmal aufgewärmt. Und jetzt haben wir geguckt. Alles aufgerissen, also es reißt jetzt alles auf. Wenn ihr mal hier guckt, so in diese Richtung, da oben, reißt es schon langsam jetzt auf. Und da haben wir gedacht, komm. Und vor allem das Thermometer ist hochgegangen. Wir haben jetzt mittlerweile auch mal wieder 18 Grad. Ja, und jetzt laufen wir Richtung Strand, ne? Richtung ja. Rimini am Strand. Das sollen ja, ja so diese verschiedenen Strandabschnitte geben. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Show me life, show me love. Make a change, time is up. We can wait for better days, but the days won't come. Show me life, show me love. Hier ist die Promenade, ne? Ja. Cool, guck mal. Und es ist wirklich auffallend, dass das wie auf dem letzten Stellplatz im Prinzip auch alles immer so wirklich in Abschnitte unterteilt ist. Da ist jetzt Belvedere Beach, die haben ihren Abschnitt. Dann hier nebendran ist dieses 28. Dann, Del Mar, also, ja, ja. Ja, und hier ein Hotel nach dem anderen, ne? Ja. So wie man das halt auch vermutet. Stücke, hast du gesehen, da hinten kannst du sogar die Gewichte und sowas, da kannst du auch Sport machen. Ah ja. Deshalb sind hier auch so viele Jugendliche und alles. Ja, das ist krass, was hier los ist. Also, Wahnsinn. Da kannst du Sport machen, da Handeln bewegen, hier spielen sie Beachvolleyball. Auf der anderen Seite gegenüber hast du Tennisplätze. Da spielen sie in so Glaskisten. Ah, jetzt wird's unscharf. So. So, wir gehen jetzt mal hier so einen Strandabschnitt rein. Das ist jetzt hier in dem Fall der Strandabschnitt 23. Und was ich hier total schön finde, hier auch wieder zwei Beachvolleyballfelder, eins links, eins rechts. Und hier auf der Seite da drüben sind Umkleidekabinen. Ja, hier sehen zwar aus wie Legebatterien, sage ich mal, aber das ist bestimmt hier sehr gut besucht, wenn es hier losgeht. Hier sind Außenduschen, sieht auch interessant aus. Ja, und hier sind ja auch so Ständer, hier werden auch Liegen hingestellt und Sonnenschirme kommen da rein. Ja, ja, das siehst du, da vorne ist noch alles voll. Ja, und hier, wie gesagt, sind auch noch mal Umkleiden. Die kannst du mieten und dann hast du da deinen Schlüssel und hast alles verstaut. Ja, sieht schon witzig aus. Und dann geht's hier raus aufs offene Meer. So, und wenn ihr dann hier rauskommt, also sowas habe ich persönlich noch nie gesehen. Eine Sonnenschirmausstellung, das ist Wahnsinn. Also so viele Sonnenschirme auf einem Fleck habe ich persönlich noch nie gesehen. Schreibt mal in die Kommentare, wart ihr schon mal hier? Habt ihr vielleicht schon mal unter einem gelegen? Hier vorne sind diese ganzen
Tische da oder diese Schirmständerhalter und das geht hier einmal komplett rum. Also es ist absoluter Wahnsinn. Und hier können wir dann natürlich auch sehen, vom Meer aus, die ganzen Hotels. Eine nach dem anderen. Da läufst du hier am Strand lang und liest auf einmal hier dieses schöne Wort. Guckt euch das mal an. Wer das entziffern kann, kann das gerne mal das Lösungswort in die Kommentare schreiben. Spending time far away was never what I meant to do for us. Even though you're okay, I wish that I could give you all of me for you to save when it gets dark. I'll take the blame for what we are. Jetzt mal eine Frage an die Tour de France Fans. Ich denke mal, der Aufwand wird nicht betrieben, wenn die Jungs nicht hier vorbeifahren werden. Rimini wird wahrscheinlich dieses Jahr auf dem Programm der Tour de France stehen. Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, wenn ihr das besser wisst als ich. So, ihr Lieben. Das war's für dieses Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, schaltet gerne im nächsten Video wieder ein. Reist mit uns und hat es euch gefallen, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, tut nicht weh. Ihr unterstützt uns damit. Und ja, schreibt in die Kommentare, was das Zeug hält. Wart ihr schon hier? Was muss man gesehen haben? Wie war das Lösungswort? Wie war das Lösungswort? Ja, und was war es noch? Irgendwas war es noch. Mit der Tour de France. Genau, die Tour de France. Fährt die hier lang? Weiß das jemand? Wird uns interessieren. Genau. Also. Bis dahin. Camp your life. Tschüss. Tschüss. And we